Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem Part von Let's Go Super Mario 3D Land. Im letzten Part hatten wir bereits erfolgreich die mehr oder weniger die sechste Welt gemeistert. Und ja, und noch mehr, war relativ großer Raids am Start. Und jetzt geht's hier eben los mit der siebten Welt. Das Hunderziel. Ich glaube, der will uns wohl immer trollen, ne? So schnell wird's nicht gehen. Da mussten wir hier runter. Ich hätte mal schauen können, ob man da vielleicht auch direkt zum Ziel gekommen wäre. Das probiere ich danach mal aus, weil das wäre übelst lustig. Man nutzt nichts, wenn man ja keine Starcoins hat oder sowas. Dann. Wäre auch lustig gewesen. So. Oh, hier ist bestimmt eine Starcoin drin, ne? Irgendwas sagt mir, dass hier irgendwo eine Starcoin. Oder hier geht's weiter. Das ist natürlich auch ein Argument. Das heißt, wir schauen uns hier erstmal noch ein bisschen um. Ich muss mich einfach nur die Dinger zerstören hier. Ja, wunderbar, hier ist ja die erste. Habe gesagt, dass die irgendwo ist. So, so weit, so gut. Ja, moin, hier ist mehr Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht vielleicht hier unten hätten entlang gemüsst, aber irgendwas scheint hier. Oh ne, geht auch so rum. Aber doch, irgendwas wär dann, war da tatsächlich auch unten. Vielleicht dann eine, Ach, komm mal nicht mehr runter. Schieß. Und hier weiß ich gar nicht, ob irgendwie drunter müsste. Irgendwas sagt mir, hier ist irgendwo was. Ja, wunderbar. Irgendwie, wie auch immer es das geschafft hat, habe ich die. Oh mein Gott. Sim. Ey, ich bin doch drauf gesprungen. Oh lel, da ist irgendwie gleich zum Ziel angekommen, oder wie? Ja, moin. Irgendwie was für ein Starcoin hat irgendwie was gesprungen. Hab kein Peil, wie ich das jetzt hier der Geschwindigkeit gemacht habe. Aber hey. Armin Weihnacht. It's always better to have done it. So, ich glaube, der Kapsa-Katsa-Sound ist jetzt besser bei euch, oder? Ich hab keine Ahnung. Ob der so leise oder so laut ist, ich weiß es gerade leider nicht. Oh mein Gott. Das lernt sich wieder nach so einem richtigen Schrei-Level aus. Wirklich. Oh nein. Die Kettenhunde sind zumindest das Ätzendste, was es gibt. Ja.
diesen One-Up war es mir wert. Weil ich eh vor das Bittermaß sterben werde. Der Fall war mir klar. Yes, aber besser mit der Flex bin ich mal gekommen. Oh mein Gott. So, okay, das ist so eine Scheiße hier. Ich wusste nicht gerade, wie hart diese Scheiße ist. Aber erst kann. Sie hat Scheiße. Ja gut, einmal anstrengend ist das eigentlich alles kein Problem. Man darf es halt, ja, nur von diesen Dingern nicht treffen lassen, dann ist alles gut. Man darf es davon nicht treffen lassen. Und ja, ist so, dass der richtige beschissene Coin jetzt hier holen. Ja, als ob ich die eine Scheiße jetzt hier doch trifft. Das ist echt schwer, da nicht irgendwo drauf zu springen. Aber es muss jetzt ein letztes Mal. Weil ich will nicht all mein Leben durch die Scheiße hier verlieren. Mist, und ich habe es jetzt nämlich gar nicht mal so dumm gemacht. Jetzt schaust du, dass ich einfach irgendwie überlebe. Wie auch immer, scheiße. Ich das jetzt. Ah. So geht's eigentlich tatsächlich ganz gut. Machen etwas Fieses und gehe, weil ich groß bin, wieder zurück. Lel. Ich hoffe jetzt ganz einfach, dass ich es jetzt nicht bereuen werde. Oh nein. Nein! Ein ganz falsche Sekunde da. Scheiße, ist ja auch noch ein Leben. Na, 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 na. Snoop Dogg. Sorry, muss sein. Ich will jetzt wieder hier einen Red Squid des Todes bekommen. Ja, auch scheiße, gab mich hier als Snoop abstempelt oder nichts, weil sonst hätte ich hier Game Over. Und auch Game Over habe ich keinen Bock. That's why I'm gonna do this exactly like this and it works. So komm, die machen wir zum alle weg hier. So, ich glaube, das ist gut so. Weit, dann haben wir alle Star Coins eingesammelt, das ist schon nice. Ich bin jetzt bei dieser Scheiße, wer ist da eh so hart gekillt? So hart. Nein! Nein! Es hat doch das Item! Wie? Das ist gerade nicht passiert hier, ne? Sag mal, was zum Fuck war das da gerade, Alter? Jetzt mein Noshawk. Ich hatte doch das heißt Level in der Hand, da waren wir so alle sicher. Was zum Fuck war das da gerade, Alter? Unnötig. Unnötig as fuck, dieses heiße.
Das ist ja beschissen hier, was ich gerade gemacht habe. Das ist irgendwie... So richtig gar kein Skill. Also unnötig das eine Leben. Allerdings hatte ich das von ab angesammelt. Hatte so ein Leben, das wäre jetzt wirklich im Over gewesen. So. Ich hätte es hier einfach 2 Minuten schon haben müssen. Jetzt habe ich es. Halleluja. So, jetzt haben wir erstmal, ob es hier genügend Starcoins. Ne, da habe ich eine zu wenig, ne? Na wunderbar. Gut, dann machen wir es so. Es geht jetzt ins Todhaus. Klappt mir da noch einen Starcoin aus dem Vorlevel. Und macht die anderen Level dann im nächsten Part. Also die beiden Level inklusive Boss. Mache es dann einfach morgen in dem Part. Lel. Sind bei dem SE und dann früher fertig mit dem ganzen LP. Das ist auch ganz gut so. Es geht sich gut aus. So, ich habe es ja kein Paar, wo die eine ist, ne? Also das Level können wir schon machen. Gut, dann mache ich jetzt das Level. Und dieses Level holen wir morgen nach. Bis dahin habe ich die habe ich es eh in dem Level hier schon die Starcoin zu finden. Dann machen wir die anderen. Ach, das sind 3 Level einfach morgen. Bis halt. Macht's auch Sinn soweit. Oh Gott, das war dieses Level an das Inneres bis noch. Das war halt richtig behindert. Und das ist deutlich benutzerfreundlicher, was als Tanuki macht. Alter. Hier wird's richtig behindert, komisch und random. Gegen diesen Typen tun kann, keine Ahnung. Bei erster Linie sagen gar nichts. Ja, der hätte jetzt Hatanuki gebraucht. Oder einfach nur Skill? Oh mein Gott! Ich habe halt nur Leben mehr, ne? Das ist nicht schön. Du Scheiße. Gut, sie hätten schon das Ziel. Shit, Alter.
war die Scheiße knapp. Ihr Level geschafft, First Try und auch alle Starcoins eingesammelt. Ja, jetzt läuft's hier gerade. Ja, moin. So, jetzt haben wir hier noch dann 1, 2, 3 Level, die wir dann im nächsten Part von Super Mario 3D Land machen werden morgen. Das war's soweit mit dem Part. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!